Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Glossy Box in der Girls Limited Edition, beziehungsweise in der Girls Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box Girls ist quasi die kleine Schwester von der Glossy Box. Man bekommt sie für 18 Euro als Abonnent. Als Nicht-Abonnent zahlt man normalerweise 23 Euro, aber mit dem Code GIRLS kriegst auch du sie für 18 Euro. Ja, schau gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich dir alles verlinkt. Auch zum Beispiel die Teilnahmebedingungen von dem Gewinnspiel, denn ich bekomme zum einmal diese Box hier in der Kooperation, ne, so ist sie gerade bei mir eingetroffen, als auch aus der regulär selbstbestellten Geschichte und ja, eine Box verlose ich. Ne? Wenn du sie gewinnen möchtest, schau in der Infobox vorbei. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video halt in der Infobox drin. Ja, genau. Wir haben hier einen Wert von 134 Euro drin, das ist ziemlich viel. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier drin haben werden. Sie sieht wirklich schön aus. Wir haben auch ein etwas anderes Design bei der Glossy Box Girls als bei der regulären Glossy Box, weil du hier nochmal dieses große Logo quasi dran hast. Wir haben irgendwie jedes Mal auch eine andere Farbkonstellation. Dieses Mal ist es halt dieses Orange-Gelb. Und jetzt schauen wir mal zusammen, was die Boxenpacker sich so gedacht haben. Die ist immer sehr prall gefüllt und immer sehr schwer, was ich tatsächlich immer sehr cool finde. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr möchtet, mit dem ganzen Gedönsen, was ich euch in der Infobox verlinke, die reguläre Glossy Box abonnieren. Die ist nämlich tatsächlich dann immer monatlich, ne, dass sie erscheint, ab 12,50 Euro pro Box kostet. Und ja, die enthält immer 5 Beauty-Produkte. Und die Glossy Box Girls müsste, glaube ich, alle 2 Monate erscheinen. Ich habe jetzt hier einmal den Deckel entfernt und merke gerade, dass ich irgendwie Hunger bekomme. Auch gut. Aber gut, hier habe ich dann auf jeden Fall die Box. Und es riecht hier schon sehr gut raus, tatsächlich. Hat aber auch was von Kokos. Das ist jetzt ja nicht so ganz meine Welt. Hier haben wir dann einmal das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Das heißt, wir können einmal kurz schauen, was die Boxenpacker sich so gedacht haben, als sie die Box gepackt haben. Back to School Edition. Okay, es geht wieder zur Schule. Das ist ziemlich witzig, dass sie dann quasi jetzt erscheint, weil eigentlich gerade jetzt zum Beispiel in NRW sind jetzt gerade Ferien. Jo. Hey Glossy Girl, in deinen Händen hältst du die brandneue Back to School Edition unserer Glossy Box Girls. Freu dich auf einen bunten Mix aus tollen Make-up und Pflege-Essentials, perfekt für deine tägliche Beauty-Routine zu Hause sowie on the go. Und es ist hier wieder die Geschichte, dass man halt scannen kann, dann kriegt man die digitale Produktkarte und kann die Produktpreise dann online nachschauen. Das mache ich im Nachgang halt, ne, und verlinke euch die Produkte bzw. die Preise, blende ich euch ein und so. Ja, ich sehe hier schon direkt ein Produkt, was ich tatsächlich schon kenne, aber dabei ist die Box noch gar nicht richtig geöffnet. Ich mache hier mal das Seidenschleifchen einmal auf hier so, und öffne das den Klebi vom Seidenpapier ganz vorsichtig. Ja, ich mache es trotzdem kaputt. Mir gefällt übrigens super gerne, super gut dieses Limettengrün. Wow, also da haben wir wirklich mal einen krassen Inhalt jetzt drin, ne? Okay, so, dann gehen wir mal das Ganze hier entspannt durch. Als erstes, das habe ich nämlich eben schon gesehen, das lag hier ein bisschen nebenbei, Apricot Shade von Bilou, und das ist der Conditioner, den habe ich aktuell in Anwendung. Da kann ich euch tatsächlich auch schon eine kleine Review zu geben. Dufttechnisch finde ich persönlich, ist es okay, also es ist ganz anders als die normalen Bilou-Produkte, die man halt so normalerweise kennt und worauf ich persönlich eigentlich auch ziemlich abfahre, nämlich dieses sehr Süße. Riecht gar nicht so super süß. Es hat wirklich diesen Aprikosencharakter. Und ich persönlich finde, dass er auch die Haare jetzt nicht so super krass pflegt. Das ist ein okayer Conditioner. Damit kann man arbeiten. Damit kann man gut auch was machen. Der auch schon ein bisschen Pflege in die Haare reingibt. Aber es ist jetzt nicht so diese extreme Pflege, die ich so von anderen Produkten schon erlebt habe. Auch aus der Drogerie natürlich. Ne? Ja, deswegen. Also der wird jetzt nicht nochmal in Anwendung bei mir genommen werden. Der wird dann tatsächlich weiter wandern. Weil, ja, ich habe ihn jetzt einmal fast aufgebraucht. Ich denke, heute oder morgen werde ich ihn aufgebraucht haben. Dann ist auch gut gewesen. Ne? Ja. Ja, ich habe einen ziemlich fancy Look heute übrigens drauf, ne? Ihr müsst noch ein bisschen warten, bis ich euch dazu das Schminki abdrehe. Denn bis jetzt gerade eben war Sarah Isabel noch hier. Und da haben wir so das ein oder andere Video zusammen gedreht. Und ja, dann wird demnächst mal hierzu auch der Look, wie er entstanden ist,
gezeigt werden, aber es dauert halt noch. Ne? Dann habe ich hier was Dekoratives drin und das finde ich cool. Das kommt in meinen Full-Face Beauty Boxen von Jekka Black Hydrate Primer. Hydrating Face Primer, nein, Hydrating Primer for Face. Vegan Friendly Cruelty Free 20ml. Von Jekka Black hatten wir schon öfters auch mal so Highlighter drin. Ne? Das kommt mir auch bekannt vor. Aber jetzt halt ein Primer. Finde ich übrigens cool, ne? Dass es ein anderes Produkt ist als das, was wir halt schon mal in der regulären Glossy Box drin hatten. Und hier haben wir so ein Tübchen. Und wie gesagt, das kommt ins Full Face Beauty Boxen. Da sammle ich dann immer über den Monat verteilt halt die Produkte aus dem dekorativen Kosmetik-Sortiment, um euch dann davon ein kleines Schminki abzudrehen. Und ja, das für September muss ich noch. Ja, ich weiß. Ich bin manchmal eine kleine Trödeltante. Ich weiß, ich schäme mich auch. Dann habe ich hier eine Nagelfeile oder eine Nature-Feile für normale und stabile Naturnägel von Ebelin. Ja, also ich habe Naturnägel mittlerweile ja wieder. Ne? Es war ja, also mittlerweile wieder ist gut. Also ich habe seit Jahren auch meine Naturnägel wieder. Ich habe aber auch vorher jahrelang meine Nägel als Gelnägel machen lassen. Ich merke gerade, dass ich meine Nägel durchaus mal wieder neu machen sollte. Ja, die habe ich schon lange drauf. Also teilweise ein, zwei Wochen lasse ich dann auch meinen Nagellock drauf, weil ich manchmal dann doch vielleicht etwas faul bin. Und ja, dann kann ich auf jeden Fall eine Nagelfeile gebrauchen. Ist okay, dass sie mit drin ist. Jetzt gerade in der Adventskalenderzeit ist es natürlich so, dass ich sehr gut mit Nagelfeilen ausgestattet werde. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich klopfe auf Holz, so viele Nagelfeilen sind gar nicht in Adventskalendern drin. Oder ich habe noch nicht die Adventskalender entsprechend ausgepackt. Dann habe ich hier ein Produkt drin, was so ein Öl ist. Skin Tonic, Soin du Visage, Soyer von Mira, 30ml, ein Gesichtsserum, Raffermissant. Aha, 5 Inhaltsstoffe sind hier drin, also ja, die natürlichen Ursprung sind, das, was ich hier hinten so sehe. Das ist halt auf Französisch ihr ein bisschen aufgeführt. Französisch kann ich ja auch ein Stück weit, ne? Aber ja, da muss ich halt immer ganz genau mir das Heftchen durchlesen, was das dann genau sein soll. Ich persönlich finde es immer ganz schön, wenn wir Gesichtsöle Richtung Winter drin haben, weil da ist meine Haut dann noch ein bisschen liebebedürftiger, braucht noch mehr Pflege, noch mehr Feuchtigkeit und da kann ich einfach solche Gesichtsöle sehr gut gebrauchen. Das macht Freude und ist deswegen hier auch ganz gut aufgehoben. Und ich glaube auch, dass tatsächlich so ein Gesichtsöl bei der jüngeren Generation ganz gut aufgehoben ist, weil die Glossy Box Girls richtet sich ja eher an die Jüngeren. Ne? Einfach weil, ja, auch, ja, also jeder kann Feuchtigkeit gebrauchen, ist klar. Nicht jeder kann Gesichtsöl verwenden. Gerade wenn man so ölige Haut hat, dann macht das nicht so viel Freude. Ja, aber an und für sich, ich finde es schön, tatsächlich. So, hier habe ich dann noch ein Parfum drin, was ich aber definitiv weiter wandern lasse, denn ich hatte das schon mal und finde es leider nicht langanhaltend genug. Von Anima Aromatics ist es das Mood Energetic Joyful Delighted Eau de Parfum 40ml Emotional Perfume nennt sich das. Und ja, das soll halt irgendwie den Geist erfreuen und alles toll machen. Wir haben hier drin essentielle Öle, Bergamotte, Ingwer, Zedernholz, Mandarine. Und ich hatte auch diese blaue Version, glaube ich, schon mal da. Habe die dann weiter wandern lassen, weil einfach der Duft zu schnell verflogen ist. Das ist halt etwas, was ich immer schade finde. Ne? Und da habe ich einfach lieber Parfums, wo ich dann langfristig gesehen ein bisschen mehr was von habe. Und so sieht es aus. Happy Spirit. Tada, ein schöner Milchglasflakon, mag ich gerne leiden. Und Duft habe ich euch ja schon gesagt. Ja, ne, das riecht halt auch eher in die zitrische Richtung als in die süße Richtung. Und ich bin ja eher so eine süße Maus oder halt ein bisschen schwerer von meinen Parfums her, was ich gerne mag. Genau, ja, aber ist ja nicht schlimm. Ne? Also da hat man halt die Möglichkeit, wenn man das hier halt, ne, YouTube so macht, dass ich dann halt immer wieder schöne Verlosungen für euch auch mache. Genau. So, wow, also wir haben hier noch einige Sachen drin. Mood Maske ist eine Marke, die ich sehr gerne mag. Pearl Polish Super Glow Pink Clay Mask. Die hatte ich noch nicht, 60ml. Das ist aber auch eine peelende Maske, da muss ich ein bisschen aufpassen, was da jetzt tatsächlich für die Peeling-Wirkung zuständig ist. Denn ihr wisst, ich bin schwanger und zwar sehr schwanger. Ich bin jetzt in der 36. Woche, was heißt, ich habe noch 4 Wochen. Ungefähr, bis Mr. Bauchi denkt,
zu schlüpfen. Geburtsvorbereitungskurse sind in wirklich heißer Phase gerade bei mir. Also gestern war dann auch der Kurs, wo die Männer dran teilgenommen haben und so. Also es wird ernst, ich sag's euch. Und da muss ich halt wirklich mal gucken. The White Plant Oil Pearls, okay. Da muss ich mal gucken, wirklich, wodurch jetzt diese Peeling-Wirkung zustande kommt, weil ich darf halt, das habe ich euch in dem Video mal erzählt, jetzt keine Säuren und sowas nehmen. Ja, aber hier sind ja die ganzen Inhaltsstoffe aufgeführt. Da werde ich mich mal in Ruhe durchlesen, um dann zu gucken, ob ich es verwenden darf. Aber ich meine, dass ich hier gerade irgendwas mit Fruchtsäure oder so gelesen habe. Egal, muss ich mal schauen, ne? Weil ich verwende gerne solche Tübchen- und Pöttchenmasken. Ich habe 7 Maskenpöttchen bei mir auch im Spiegelschrank stehen, also im Badezimmerschrank. Und jeden Morgen, also für jeden Wochentag ist es dann halt eine, verwende ich dann, während ich meine Zähne putze, einfach so eine Crememaske. Weil Gesicht waschen muss ich so oder so, vorher einmal kurz grob drüber waschen und dann halt die Maske drauf machen und dann später nochmal richtig drüber, indem ich halt alles runterwasche. Das ist schon cool, muss ich wirklich sagen. Und da wird die definitiv auch mit einziehen. Ich muss nur, wie gesagt, gucken, ab wann sie einziehen darf. Wahnsinn. Ich habe hier so viel dekorative Kosmetik in dieser Box, ne? Den müssten wir, glaube ich, schon mal gehabt haben von Bloomy Je ne sais quoi. Ich weiß nicht wie. Le Gloss Embellisseur Lèvres. Der soll die Lippen halt schöner machen. In der Farbe Pink Ladies ist das 10 ml. Das ist schon recht groß. Also ordentlich viel Produkt auch drin, ne? Aber wie gesagt, ich meine, dass ich den schon da habe oder schon mal hatte. Pink ist jetzt nicht unbedingt so meine bevorzugte Lippenfarbe, einfach weil das meine Lippen sehr, meine Zähne sehr gelb aussehen lässt. Und das finde ich dann etwas unangenehm. Deswegen jetzt nicht ein Produkt, wo ich Luftsprünge mache. Was ich aber ganz interessant finde, ist hier dieses Puder von Bella Pierre, müsste das sein, ne? Banana Setting Powder, da muss ich nur schauen. Original Light ist die Farbbezeichnung. 6,5 Gramm sind hier drin enthalten, ob die Farbe dann auch passt. Also ich müsste das tatsächlich noch da haben, in der anderen Verpackung. Kommt mir nämlich gerade super bekannt vor. Aber ich weiß nicht, ob meins nicht sogar dunkler ist, was ich da habe. Das muss ich nochmal schauen. Eine Zeit lang war Bella Pierre Cosmetics auch super häufig vertreten in Beautyboxen. Deswegen finde ich es gerade sehr witzig, das wieder hier in der Glossy Box Girls wiederzufinden. Ne? Das ist wirklich so ein alter Bekannter gefühlt. Hier haben wir dann die Löcher drin und da ist halt entsprechend noch die Folie drüber geklebt. Also das kommt auf jeden Fall, weil es noch in meiner Sammlung auch drin ist, ins Full Face Beauty Boxen auch mit rein. Dann sehen wir das auch mal in Anwendung und da könnt ihr auch sehen, ob das ein Produkt ist, was sich lohnt zu verwenden. Genau, so, und das Letzte, was ich jetzt hier drin habe, ist eine Lidschattenpalette. Und das haben wir tatsächlich bei der Glossy Box Girls häufiger mal. Von Riva Loves Me, die Oriental Flames Eyeshadow Palette. Das ist diese Schätzelein. Eine sehr, sehr warme, aber wirklich gute Lidschattenpalette. Ich weiß gar nicht, ja, die Loud and Proud, die habe ich davon noch, weil die halt auch sehr bunt ist, was ich cool finde. Ich kann euch ja mal die Töne zeigen. Meine sieht irgendwie so ein bisschen benutzt aus, ganz ehrlich, Leute, weil diese Folie hier drauf fehlt. Die ist einfach lost, die ist nicht da und diese Klebeviecher waren offen. Nur mal so am Rande, aber gut, ja. Das ist jetzt die, die hier bei mir in der Box mit drin war und ja, ne, ist auf jeden Fall immer wieder eine schöne Geschichte. Aber wirklich sehr verwunderlich, dass, ja, ich glaube, irgendwie hatte ich schon mal, keine Ahnung, Leute. Finde ich gerade ein bisschen merkwürdig. Gut, dann ist das halt so. Sowas kann man natürlich bei Glossybox auch reklamieren, ne? Dass man sagt, Mensch, Leute, ich habe hier was gekriegt, was irgendwie benutzt aussieht. Dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll. Dann kriegt man meistens eine Erstattung von dem Geld halt, ne? Jo. Ich bin gerade ein bisschen geknickt. Aber gut, ja, hier ist die Lidschattenpalette mit drin. Ich finde es schön, dass wir eine Lidschattenpalette an und für sich hier drin haben. Die Pigmentierung von den Schimmertönen ist ein bisschen schwierig. Die kannst du halt mit Fingern auftragen. Die kommen aber nicht so knallig rüber, wie man das manchmal gerne hätte bei anderen Paletten. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Lidschattenpalette, ich glaube, nur 5 Euro kostet. Ne? Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist da vollkommen in Ordnung. Ihr Lieben, das war jetzt einmal der Inhalt von der Glossy Box Girls. Und ich finde es einfach krass, was man halt für 18 Euro bekommt. Das ist richtig viel. Ich finde es auch sehr, sehr cool und zielgruppengerecht, dass man sehr viel dekorative Kosmetik hier immer drin hat. Und das ist tatsächlich auch in den letzten Boxen so gewesen. Dementsprechend ist es halt ein roter Faden, der sich durchzieht, dass in dieser Box mehr dekorative Kosmetik als Pflege drin ist, ne?
Ja, aber auch die Pflege finde ich cool. Also das Gesichtsöl finde ich, wie gesagt, cool. Mag ich gerne leiden. Der Conditioner muss man halt mal so gucken. Die Nagelfeile kann man eigentlich gut gebrauchen. Und so eine Maske. Ich liebe Masken. Wenn das nicht ein Produkt für mich ist, ne, dann weiß ich es auch nicht. Also schöne Box, definitiv, die jetzt farbtechnisch für mich jetzt eher so in Frühling reingepasst hätte vielleicht. Oder so Richtung Ostern halt. Ne? Weil das sieht für mich nach einem Osternest aus. Aber gut, egal. Da wird sich irgendwer irgendwas irgendwie bei gedacht haben. Und denkt auf jeden Fall dran, dass ich in diesem Video eine Glossy Box Girls verlose. Alles, was du dafür tun musst, in der Infobox einfach mal vorbeischauen. Da steht allerhand Kram drin. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!